Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht und wie ihr hört, im neuen Studio will ich nicht sagen, aber in meinem eigenen Reich kommen jetzt die neuen Videos. Und da hätten wir jetzt erstmal als allererstes Monster Energy Drink. Ich habe das Ganze hier von Kaufland gekauft. Ja, hier ist die Zutatenliste. Könnt ihr euch ja das Video zu anhalten. Hier ist die Nährwerttabelle. Könnt ihr euch auch anhalten. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken oder schmecken, riechen, wie es wohl schmeckt. Ja, es hat also den typischen Energy-Geruch. Das heißt also, wie eine Tüte Gummibärchen aufgequirlt, ein bisschen Wasser drauf. Ja, das Ganze ist ziemlich gelblich. Wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich sagen, es sieht wie eine Urinprobe aus. Es riecht ziemlich stark, ja, gummibärenmäßig. Und jetzt wollen wir mal probieren. Oh ja. Dieses Zeug ist Zucker, zuckersüß. Es ist schmeckt ein bisschen nach Orange, also ein leicht Orangen, aber es ist extrem süß, verdammt süß. Und das ist hier dieser typische Energy-Geschmack, den ich nicht ab kann. Also mir ist das definitiv viel zu süß, viel zu geekig süß. Ja, geht gar nicht. Das ist eine Geschmacksrichtung, die ich nun absolut nicht ab kann. Und auch wenn sich, ich sage mal jetzt, die Umgebung geändert hat, aber das Bewertungssystem ist das gleiche geblieben, weil das wurde als gut befunden. So, und deswegen kann ich hier auch nur maximal einen Stern geben. Mit allem besten Willen. Ein Stern, mehr nicht. Also das ist dieses Monster Energy. Das ist nun was, was absolut nicht mein Geschmack ist. Boah, ich muss mir jetzt dann nachher auch erstmal den Mund ausspülen, weil ich glaube noch mehr und es wird mir unsagbar schlecht davon. Also damit kann man mich bis sonst wohin jagen. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.